Servus, liebe Souls-like-Freunde! Als im Februar diesen Jahres der Gameplay-Reveal-Trailer zu Shadow of the Erdtree erschien, gab es jede Menge verblüffende neue Dinge zu sehen, die den Hype rund um die Elden Ring-Erweiterung befeuerten. Eines der wohl krassesten Dinge, die wir in diesem Trailer zu sehen bekommen haben, war dieser Typ hier, der seinen Gegner à la Jackie Chan im Martial-Arts-Stil bekämpfte. Ich persönlich wollte ab diesem Zeitpunkt unbedingt wissen, wie man diesen ultra coolen Kampfstil in Elden Ring anwenden kann. Wenn es dir jetzt genauso ging, dann bist du in diesem Video genau richtig. Denn hier erkläre ich euch, wie man an die Waffe Trockenblattkunst kommt, durch welche man genau diesen coolen Martial Arts Kampfstil anwenden kann. Doch das war es noch nicht, liebe Freunde, denn zudem verrate ich euch am Ende dieses Videos, wie ihr euch diesen Kampfstil ganz easy noch vor dem ersten Boss holen und ihr euch mittels einem kleinen Secret direkt ins neue Gebiet begeben könnt, wo dann natürlich auch der Kung-Fu-Stil auf euch wartet. Seid gespannt, Freunde, los geht's! Ja, Freunde! Wollt ihr euch den coolen Martial Arts Stil aneignen, so stehen euch zu Beginn des Spiels zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um an diesen zu kommen. Die erste Möglichkeit ist quasi der reguläre Weg, bei welchem ihr euch hier durchs Schloss kämpfen und einen richtig coolen Boss besiegen müsst. Um nicht zu sehr zu spoilern, zeige ich euch das Ganze mal jetzt nicht. Habt ihr den Boss dann besiegt, könnt ihr das Schloss durch die Boss-Arena verlassen und kommt hier an diesem Ort der Gnade raus. An diesem Leuchtfeuer solltet ihr nun unbedingt dieses Item hier aufsammeln. Dadurch bekommt ihr zwei ganz wichtige Dinge. Zum einen die neue Geste, möge der Bessere gewinnen, und zum anderen eine Notiz, die wir uns direkt mal anschauen. Denn hier lesen wir, sucht mich im Osten, wenn ihr den Weg des Kriegers befolgen wollt. Wenn ihr mich findet, müsst ihr mich herausfordern. Worte sind überflüssig. Ja, Freunde, diese Info scheint aktuell, ja, etwas kryptisch. Doch wenn es dann soweit ist, wissen wir, was zu tun ist. Nun reiten wir weiter und holen uns am besten erstmal das Kartenstück, um die Karte offen zu legen. Ich mache jetzt mal die Map auf und zeige euch das Ganze auf der Karte. Da vorne an der Kreuzung, da gibt es das Kartenstück. Danach reiten wir dem Weg hier entlang zu dieser Stelle, wo das nächste Leuchtfeuer und ein ganz wichtiger NPC auf uns wartet, und dort geht's jetzt auch hin. Bei diesem Ort der Gnade angekommen, sollten wir auf jeden Fall erstmal das Skadabaum-Fragment aufsammeln und bestenfalls nochmal unsere Angriffskraft erhöhen. Jetzt sprechen wir diesen NPC an, der uns allerdings nichts zu sagen hat. Aber wir erinnern uns, Worte sind überflüssig, wir müssen ihn herausfordern. Wir suchen nun also die neue Geste, möge der Bessere gewinnen, und führen diese aus. Nun müssen wir gegen den Mönch kämpfen, der aber definitiv nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Haben wir ihn aber besiegt, finden wir nun neben dem Ort der Gnade seinen Hut und seine Waffe Trockenblattkunst. Rüsten wir diese aus, können wir von nun an kämpfen wie Bruce Lee, was ziemlich cool ausschaut und extrem reinhaut. Und ja, Freunde, das war nun der reguläre Weg, um an diese coole neue Waffe zu kommen. Nun zeige ich euch den Alternativweg, durch welchen ihr in dieses Gebiet kommt, ohne vorher das Schloss abgeschlossen zu haben. Hierfür starten wir am Ort der Gnade Vorderseite des Schlosses und reiten dem Weg entlang, so wie ihr es jetzt auch hier im Video seht. Diese Geisterquelle hier machen wir uns gleich zunutze, um in das nächste Gebiet zu kommen. Aber erstmal reiten wir hoch, wo wir diese komischen Steine umhauen müssen. Dadurch entfachen wir nämlich die Geisterquelle. Nun geht's mittels der Geisterquelle einmal nach oben, und dort oben angekommen, geht es durch die nächste Geisterquelle ein zweites Mal nach oben. Passt hier jetzt unbedingt auf, dass ihr auf dem Schloss und nicht irgendwo im Nirgendwo landet. Nun verlassen wir diese Festung und folgen dem Weg, so wie ihr es jetzt auch hier im Video seht.
hier jetzt unbedingt wegen dem Drache und den ganzen Gegnern aufpassen. Reitet am besten rechts vorbei, sodass ihr am Ende auch nicht gesehen werdet. So, voilà, wir sind beim Leuchtfeuer und beim Mönch angekommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück zu den anderen Leuchtfeuer reiten, bei dem wir uns die Geste holen und danach können wir den Mönch herausfordern, ihn besiegen und somit die Trockenblattkunst holen, ohne auch nur einen einzigen Boss in Shadow of the Erdtree gelegt zu haben. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Like da, abonniert meinen Kanal und teilt dieses Video mit all euren Spielebuddies. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.